Herzlich willkommen zu diesem Pilates-Workout mit dem Magic Circle und wir kümmern uns dieses Mal um deine Körpermitte, um den Bauch und den Rücken, deinen sogenannten Core. Also nimm dir deinen Pilates-Ring, wir bleiben heute nur im Stehen und dann legen wir auch gleich los. Lass deine Füße leicht geöffnet, halte deinen Ring mit deinen Händen fest. Stell dich erstmal ganz aufrecht hin und nimm einen ganz tiefen Atemzug. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ganz tief einatmen, den Brustkorb öffnen und weiten. Und dann öffne den Mund und blase die Luft wieder nach außen. Wir bereiten unseren Körper vor für unsere Übungen, besonders weil es heute um die Körpermitte geht. Also nimm noch einen tiefen Atemzug und dann löse wieder und halte jetzt deinen Ring vor dir und kreise erstmal deine Hüfte ganz locker. Du hast dabei einen schönen Druck an deinem Circle. Atmest ein und aus. Ein und aus. Wechsel die Kreisrichtung. Gleichmäßiges Atmen. Ein letztes Mal. Lass die Hüfte wieder in der Mitte. Der Ring schaut zum Boden. Atme ein, zieh die Arme zur Decke. Ausatmen nach unten. Einatmen hier. Kinn geht zum Brustkorb. Roll down. Atme aus. Einatmen am Boden. Ausatmen, roll up. Zieh die Schultern zurück. Nimm die Arme zur Decke. Bleibe hier. Neige dich zu einer Seite. Komm wieder in die Mitte. Nimm die Arme tief. Roll down nach unten. Komm Wirbel für Wirbel tief. Komm nach oben zurück. Zieh die Schultern nach hinten. Arme gehen zur Decke. Neige dich zur anderen Seite. Und wieder zur Mitte. Arme tief. Atme ein, Kinn zur Brust. Roll down, atme aus. Einatmen hier, ausatmen, roll up. Zieh die Schultern zurück. Einatmen, Arme hoch, neige dich zur Seite, atme aus. Hab immer einen schönen Druck an deinem Circle dabei. Roll down. Letzter Durchgang. Neige dich zur anderen Seite. Komm wieder in die Mitte, nimm die Arme nach unten, zieh die Schultern zurück und bring deine Füße in die V-Position, Fersen aneinander, zieh den Ring nach vorne. Nimm deine Oberschenkel aufeinander zu, leichter Druck an deinem Circle und wir pulsen zweimal zur Seite. Und wieder in die Mitte, gleiche Seite. Komm in die Mitte. Hab immer einen schönen Druck am Circle, wenn du dich zur Seite drehst. Drücke, drücke und löse. Zwei mehr. Wechsel auf die andere Seite, dreh dich. Eins, zwei und Mitte. Verbinde deine Atmung mit deiner Bauchdecke, zieh den Bauch gut nach innen, wenn du ausatmest. Zwei mehr. Komm wieder nach vorne, löse, lockere dich aus und dann ziehst du ein Bein nach oben, stabilisierst dich. Deine Hände sind wieder vor dir ausgestreckt. Und wenn du deine Balance gefunden hast, dann atmest du ein, ziehst dich in die Länge und mit dem Ausatmen dreh dich zu deinem vorderen Knie hin. Einatmen, Mitte, drücke deinen Ring zusammen, dreh dich und komm wieder zurück. Ausatmen, Seite, wir drücken, einatmen, Mitte. Ganz wichtig bei diesem Workout, weil es um die Körpermitte geht, wann immer du drehst, in diesen Twist gehst,
Nimm alle Muskeln hier am seitlichen Bauch in die Anspannung mit. Zwei mehr. Komm langsam wieder nach vorne, der Fuß geht auf den Boden. Nimm dein zweites Bein hoch. Die Arme gehen wieder nach vorne. Atme ein, zieh dich in die Länge und mit dem Ausatmen twist. Und wieder in die Mitte. Ausatmen, dreh dich, drück deinen Circle zusammen. Einatmen, Mitte. Versuche dich gut an deinem Standbein auszubalancieren. Zwei Stück noch. Komm wieder zurück, löse, kreise deine Schultern und dann stell dich wieder auf einen Fuß. Halte deinen Ring nach unten zum Boden, neige dich leicht nach vorne. Der zweite Fuß geht auf die Zehenspitze. Zieh die Arme nach oben zur Decke, mach dich ganz, ganz lang. Öffne dich und dann rund werden im Rücken, Bauch anspannen und dein Ring geht über dein Knie. Zieh dich wieder in die Länge, atme ein und ausatmen. Dein Knie geht durch den Ring hindurch. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, Bauch anspannen. Also du möchtest hier gut deine Bauchdecke in die Bewegung aktiv mitziehen. Also es geht uns hier nicht so sehr um die Höhe deines Beines, sondern dass du dich schön auseinanderziehst. Letztes Mal. Richte dich auf und wechsle gleich auf die andere Seite. Neige dich wieder leicht nach vorne. Hebe dein Bein an. Zieh die Arme zur Decke. Einatmen und ausatmen. Unser Rücken wird rund. Einatmen, dehne und öffne dich. Und ausatmen. Bring deine Nasenspitze Richtung Knie. Letzter Durchgang. Richte dich auf und löse. Gut gemacht. Nimm deinen Circle jetzt auf den Boden. Hab die Knie leicht gebeugt. Dein Circle steht leicht schief da. Und wir legen die rechte Hand auf den Circle. Kippe dein rechtes Knie nach vorne. Öffne dich mit der linken Hand nach oben Richtung Decke und komm wieder in die Mitte. Ich habe einen leichten Druck am Circle. Öffne mich immer zur gleichen Seite. Also ich beuge mein rechtes Knie, mein linkes Bein strecke ich aus, öffne mich auf die linke Seite und zurück. Atme ein, öffne dich und ausatmen wieder in die Mitte. Atme ein und aus, noch zwei Stück. Ein letzter. Komm in die Mitte, Katzenbuckel, roll up. Kreise deine Schultern und dann nimm den Circle wieder auf den Boden, leicht schief hinstellen. Unsere linke Hand geht auf den Circle, die rechte Hand öffnet sich. Lass dein linkes Knie nach vorne kippen. Öffne dich zur rechten Seite. Und Mitte. Atme ein und atme aus.
immer, wenn du dich öffnest, bringe etwas Druck auf deinen Circle. Ein letztes Mal. Dann löse Katzenbuckel nach oben, kreise deine Schultern, lockere dich auf. Wir öffnen unsere Füße etwas, nehmen die Zehenspitzen leicht nach außen, kommen jetzt in so eine schöne Kniebeuge nach unten, Fingerspitzen lang gestreckt, Scoop nach oben. Strecke dich nach hinten und der Circle geht vor uns. Komm wieder tief, beuge deine Beine und überdehne dich nach hinten. Mach den Rücken rund, wenn du nach unten kommst. Und strecke dich lang, komm nach oben. Ausatmen tief, einatmen hoch. Also crunche hier richtig schön deine Bauchdecke zueinander, wenn du nach unten kommst. Zwei Stück noch. Dann bringst du den Circle wieder vor dich. Bleibst mit den Füßen in der Position, bringst wieder einen leichten Druck auf den Ring, drehst dich nach außen und dann im Halbkreis nach vorne und zu dir. Gleiche Seite. Schieb den Ring nach außen, Halbkreis nach vorne und zu dir zurück. Schiebe, kreise, zurück. Denke wieder daran, hier in der Bauchdecke wird alles ganz, ganz fest. Zwei mehr. Komm in die Mitte und geh auf die andere Seite. Schieb den Circle nach außen. Halbkreis wieder in die Mitte. Zwei Stück noch. Bring den Circle zu dir, schließe deine Füße, nimm die Schultern nach hinten, stehe aufrecht da und lass dann den Circle nach unten auf den Boden gehen. Lass die Hände nach außen schauen. Wir holen über die Seite ganz tief Luft, atmen ein und öffne dich wieder über die Seite, atme aus. Wieder tief einatmen, zieh dich nach oben. Und ausatmen, lösen. Noch einmal. Leg deine Hände oben aneinander und mit dem Ausatmen ziehst du sie zu dir. Ich hoffe, deiner Körpermitte hat dieses kurze Workout gut getan. Du fühlst dich aufgeweckt und erfrischt im Bauch und im Rücken. Und ich freue mich, wenn wir uns für ein anderes Video dann demnächst auch wiedersehen. Tschüss und bis bald. Deine Kerstin. She is